die Hiobsbotschaft heute. Alarm, Alarm. Alarm, Alarm. Wir müssen aber einmal kurz drauf gucken. Hier, Alarm, Alarm. Spiel in Essen, eine Ära endet. Frisch hier gepostet, heute Morgen. Wir sehen sie auf dem Bild, die Dominik Metzler scheidet aus. Man muss ja sagen, die ganze Spiel in Essen, der Teil des Friedhelm Merz Verlags, ist ja schon von der Spielwarenmesse in Nürnberg übernommen worden als neuer Inhaber. Dann wurde jetzt vor kurzem erst ein zusätzlicher Geschäftsführer ihr an die Seite gestellt. Und aus meiner Sicht war ja schon klar, worauf das hinausläuft. Da machen sie alle auch kein Geheimnis drauf. Da ging es natürlich auch um eine wohlsortierte Übergabe. Also man hat einen neuen Geschäftsführer, der darf mitlaufen. Die zieht sich langsam aus dem operativen Geschäft einfach zurück und darf irgendwann die wohlverdiente Brettspielrente genießen, die wir ihr doch auch alle gönnen. Und wir können ja mal hier kurz, ich lese einfach mal vor, was so hier im Artikel steht. Die internationalen Spieltage stehen am Anfang Februar endgültig unter neuer Führung. Wie die lange Geschäftsführerin Dominik Metzler mitteilt, scheidet sie zum 31. Januar aus dem aktiven Geschäft aus. Ganz loslassen will sie aber noch nicht. Geh nicht ins Licht, Dominik. Nach rund 40 Jahren heißt es, tschüss, liebe Spieler, denn zum 31. scheide ich als Geschäftsführerin des Friedhelm Merz Verlages und somit aus dem aktiven Geschäft aus, schreibt Dominik Metzler auf Facebook. Klar, Elon Musk schreibt es auf Twitter, die Dominik schreibt es auf Facebook. Bis Ende des Jahres stünde sie aber noch beratend im Hintergrund zur Verfügung. Ich würde mal nicht behaupten bis Ende des Jahres, sondern bis Ende der Spiel, würde ich mal sagen. Also bis Herbst. Danke an all die vielen Menschen, Aussteller, Medienschaffende und BesucherInnen, die ich über die Jahre kennenlernen durfte, so Metzler. Ihr wart es, die Spiel immer zu etwas ganz Besonderem gemacht haben. Es war eine tolle Zeit mit euch. Ich werde euch vermissen. Das glaube ich auch alles. 7 Ausrufezeichen und eine 1. Was für Metzler nun folgt, vor allem viel Reise. Sie freue sich wie Bolle auf das Projekt Vanlife, das sie in diesem Jahr angehen werde. Das ist halt auch krass. Also vielleicht streamt ihr dann ihr Vanlife auf Twitch, fände ich geil. Also Spielmesse in Essen unter neuer Führung. Dass die Essener Spielemesse zu einem Erfolgsformat geworden ist, ist vor allem Dominik Metzler zu verdanken. Das sehe ich aber auch so. Wir haben die alten Videos geguckt, ja, die Dokus. Sie ist da immer am Rummischen, sie ist da immer dabei, das ist auch ihr Baby einfach und sie hat mit ihrer Art, wie sie das, glaube ich, geführt hat, das Ding auch weiter zu einem Erfolgsformat gebracht. Da gehört natürlich auch viel anderes dazu und Glück, aber es ist ja auch immer Glück des Tüchtigen und wenn die Dominik 1 ist, dann tüchtig, auf jeden Fall. Im vergangenen Jahr kamen fast 150 Fans aus aller Welt für die Spiel 22 in die Ruhrpott-Metropole. In den Jahren vor der Corona-Pandemie war es zudem deutlich mehr. Korrekt. Aber allein die Zahlen, ich meine, GenCon hat nur ein Drittel dieser Zahlen und so weiter. Metzler steht seit 1996, muss man sich auch vorstellen, älter als die Bundeskanzlerin. An der Spitze des die internationalen Spieltage ausrichtenden Friedhelm Merz Verlags. Sie hat die Entwicklung der Spielmesse somit wie kaum ein anderer, eine andere hoffe ich, hautnah erfahren und damit so manche Kuriosität miterlebt. Oh, jetzt kommen die Kuriositäten, da kann man draufklicken oder was? Von einem vermeintlich kleinen Spieletreff hat die Spiel in Essen sich über Jahrzehnte zu der Weltleitmesse entwickelt, die sie heute ist. Metzler trat für die Spiel in der Öffentlichkeit auf und wurde zum Gesicht der Messe. Also, das ist das Gesicht der Messe. Dass Dominik ihren Posten verlassen würde, kündigt sich bereits vom Monaten an. Ja, das ist, glaube ich, nichts Besonderes. Mit der Übernahme des Friedhelm Merz Verlags durch die Spielwarenmesse hatte man einen ersten Schritt für die Nachfolgeregelung gemacht. Florian Hess trat zugleich eine Position in der Geschäftsführung an. Doch konkreter wurde die Hinweise, als die ehemalige Asmodee-Deutschland-Chefin Carol Rapp Mitte November einen zusätzlichen Posten in der Geschäftsführung für die internationalen Spieltage antrat. Schon zu diesem Zeitpunkt deuten sich weitergehende personelle Veränderungen in der Chefetage an. Genau die hatte Dominik Metzler mit ihrer Mitteilung nun offiziell bestätigt. Also auch alles richtig gemacht. Ich muss auch einfach mal sagen, also Grüße gehen an manche Content-Creator, die einfach nicht richtig sagen können, wenn bei ihnen irgendwie Personalwechsel passieren. So macht man das. Ganz entspannt, sachlich, tralala, tschüss sagen und einfach eine Ära beenden. So, André Volkmann, hast du auch schön geschrieben. Endlich kann man auch mal journalistisch ein bisschen hier unterwegs sein, nicht nur immer Rezensionsexemplare zeigen. Und was so manche Kuriosität, da muss ich mal draufklicken. Die Geschichte des Spiels in Essen, jahrzehntelange harte Arbeit. Guck mal, gibt es gleich einen ganzen Nachruf. Den haben sie schon vorbereitet, falls sie Dominik ins Gras gebissen hätte. Der hat den Nachruf veröffentlicht, oder was? Ist ja krass, den ganzen Nachruf fertig. Vom Beginn an ein Erfolg. Im Jahr 1983 war der Autor dieses Beitrags 2 Jahre alt. Brettspiele waren noch kein Thema. Das stimmt nicht, die Spiele des Jahresjury gab es ja schon. Eine Spielmesse sowieso nicht. Anders sollte sich das knapp 10 Jahre später, da fand die Spiele längst in der Messe Essen statt und hieß seit Jahren internationalen Spieltage. Die erste Erfahrung, viele Menschen, viele große, tralala. Über 200.000 Fans. Ja, das ist auch mal krass. 200.000 Leute. Rekord 2019. Klar, dann kommt die Pandemie, aber da werden sie schon wieder hinkommen. Weltevent. Zum Start des Spiels damals noch Bundeshauptstadt. Ich meine, hallo, bei der Spiel Digital hat die Bundeskanzlerin eine Laudatio gehalten. Das muss einem einfach klar sein. So, dann fangen wir mal an. Ja.
Das ist gewaltig, das Ding. Mit rund einem Viertel an Besuchern ging im Jahr 1993 alles an. Also ein Viertel von 250.000 oder was? Von 200.000. Also, was sind das? 10.000 dann? Ein Viertel? Nee, 5.000. 5.000 ist ein Viertel. Mein Gott, ich und meine Mathekenntnisse. Eigentlich sollte das Treffen im amerikanischen Club hier in Bonn stattfinden, verrät Dominik Metzler. Weil die Leser sich damals voranmelden mussten, wurden schnell deutlich, dass die ausgesuchte Öffentlichkeit deutlich zu klein, Örtlichkeit deutlich zu klein sein würde. Ein Plan B musste her. Ah ja, Plan B war einfach eine Messe zu machen. Johannes Rau gefragt. Ach, guck mal. Sie hat den Johannes Rau gefragt, ob es irgendwo eine kostenfreie Location gibt, die Schnauerin. Und dann hat sich Essen hier gemeldet, Peter Rauschebach. Der hatte Friedrich Merz die Essener Volkshochschule kostenlos für ein Wochenende zur Verfügung gestellt. Geiler Move. Dadurch kriegst du die Messe dann auch nach Essen. Dann kam der WDR. Ja, der kommt auch immer, habe ich festgestellt. Krass. 70 Journalisten und das Hausmeistertelefon. Ja, 66 Aussteller damals noch. Das ist viel. 66 Aussteller finde ich gar nicht wenig. Knapp 70 Journalisten. Ja, die haben sich wieder immer reingedrängt und reingeschnorrt. So, wo sind jetzt die geilen Anekdoten? Wo kommt das jetzt hier? Das ist ja nur immer noch hier die Historie. Meilensteine. Das sind aber doch keine Meilensteine. Das sind irgendwelche anderen Spielsteine. Ja, was ist das sogar? Damals gab es sogar noch Tischdecken in Essen. Ja, siehst du mal. Musste man auch sein Essen noch selber mitbringen. So, seine Spiele auch. Förmlichkeit exempliert. Ja, wo sind jetzt die Kuriositäten? Also, das ist ja Clickbait hier. Das war's. Hallo? Hallo, ich möchte gerne die Kuriositäten, von denen gesprochen wurde. Habe ich die jetzt überlesen beim Durchscrollen? Das ist einfach nur eine Ode an 40 Jahre Metzler irgendwie hier. Hä, wo sind denn jetzt die Kuriositäten? André, vorhin habe ich dich noch gelobt. Jetzt muss ich dich rügen. Kriegst gleich hier Ärger mit der Journalistenaufsichtsbehörde hier einfach zu schreiben. So manche Kuriosität hätten wir miterlebt und dann kommt die gar nicht. Was soll denn das hier? Ja. Genau, weiterführende personelle Veränderung. Ja, das ist eigentlich auch schon die News. Also ich kann mal aus meiner Warte dazu sagen, die Spiel in Essen ist natürlich ein Eckpfeiler des Brettspiel-Hobbys, der Brettspielberichterstattung, der Relevanz auch des Ganzen. Also du brauchst die Spiel in Essen und die Spiel des Jahresverleihung. Diese zwei Eckpfeiler helfen wirklich damit, Brettspiele auf einem Level zu halten, dass sie nicht komplett so in der Sang- und Klanglosigkeit von Brettspiel, YouTube, Twitch und Instagram untergeht. Das sind die zwei massentauglichen Großgeschichten, wo einfach auch Fernsehen, Rundfunk, die Welt ein bisschen aufmerksam wird auf das, was wir hier machen. Da gibt es leider sonst nicht so viel. Ohne diese zwei Sachen, glaube ich, wäre unser Hobby nicht da, wo wir heute sitzen. Also ich glaube nicht, dass ich hier in einem Keller sitzen würde, über Brettspiele was erzählen würde, weil glaube ich, die Akzeptanz in der Bevölkerung, das Nerdtum, das Geekigsein, das Freakigsein bei Brettspielen gar nicht so angekommen wäre. Pandemie hin oder her, die so einen Boom gemacht hat. Es boomten ja dann doch wieder nur Monopoly und Exit und nicht unbedingt Terraforming Mars. Also von daher, dafür braucht schon diese internationalen Spieltage, gerade wenn es darum geht, eine Medienberichterstattung darüber zu haben, also eben stattzufinden, da zu sein. Also der Westdeutsche Rundfunk hat da auch nochmal gut Gas gegeben. Und das alles mit Dominik. Also ich glaube, sie wird uns noch lange erhalten bleiben und ich hoffe, diese Entscheidung mit dem Vanlife füllt sie total aus und dass sie immer wieder einfach aus dem Schrank gezogen wird, wenn man Leute mit Expertise braucht zum Thema Brettspielen, Brettspiel und so weiter. Ich glaube, dass da Dominik einfach weiterhin immer wieder bei Panels zu sehen sein wird, beratend für so viele Sachen, vielleicht auch mal beratend für Verlage und so weiter auftreten wird, weil sie kennt viele Leute, sie hat in dieser Branche so viel erlebt und sie hat einfach auch gefühlt ihr Leben auch dieser Branche gewidmet. Das ist ihr Lebensinhalt und ich hoffe, dass ihr neuer Lebensinhalt, dieses Vanlife, ihr genauso viel Freude machen wird. Und da muss sie halt irgendwie einen geilen Blog machen, oder? Ich fände das cool, so ihr zuzugucken, wie sie durch die Weltgeschichte reist und da irgendwas erlebt. Dominik on Tour. Ich fände das ganz toll, oder? Also, Dominik, du wirst meinen Twitch-Livestream nicht sehen, deswegen alles gut. Wobei du jetzt ja Zeit hast, ja, als Frührentnerin. So als, wie nennt man das? Das nennt man doch dann nicht Frührentner, das nennt man doch dann, wie heißt das immer? Ich bin Privatier. Dominik Metzler wird jetzt Privatier. Man sieht sie dann immer in der hohen Gesellschaft über Brettspiele sprechen und dann trinkt sie so ihre kleine Tasse Tee. Also Leute, cool, dass ihr auch so ein paar Herzchen hier reingedonnert habt. Ja, hier erfahren wir es zuerst, nämlich Spielpunkt. Also Geekpunkt, nicht Spielpunkt. Hier ist das falsche Logo eingeblendet. Muss natürlich Geekpunkt heißen, nicht Spielpunkt. Danke, André Volkmann, dass du das hier gepostet hast. Ich verfolge ja kein Facebook, deswegen habe ich es gar nicht mitbekommen. Vielleicht müssen wir einmal kurz auf Facebook gehen. Da gibt es sicher so ein kleines Kondolenzbuch bei ihr. Da könnt ihr euch dann eintragen. Dominik Metzler, da ist sie. Guck mal, da ist sie. Schauen wir mal ganz kurz. Hä? Das ist Dominik Metzler. Oh, warte mal, muss ich mal einmal kurz hingehen. Also man merkt, die Spiel in Essen hat die ein kleines bisschen, also wir vergleichen nochmal. Die hat die ein kleines bisschen, glaube ich, ausgelaugt über die letzten Jahre. So sah sie ursprünglich aus und dann kam die Spiel in Essen. Oh, du, soll ich mal Freunde hinzufügen? Ich glaube, ich bin ja auf der falschen Webseite abgebogen. Hier ist sie, oder? Nee, ist es ja auch nicht. Ist sie das? Von hinten, oder was? Kann ich die andere nochmal von hinten, bitte? Nee, das ist sie doch auch nicht. Alle Dominik Metzlers mal ansehen. Hier, das ist sie. Das ist sie hier.
mein Gott. Freund hinzufügen, einmal hier, dass wir connected bleiben. Ach, guck mal, das ist ihr Vanlife. Ach, cool. Schaut mal hier, so einen richtig alten Bulli. Hinten das Boot dran. Ja, geil. Das ist ja nicht nur ein bisschen Vanlife, das ist ja der absolute Wahnsinn. Also da wünsche ich ihr richtig, richtig viel Freude mit. Oh, hoffentlich hält der Van durch. Oh, 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 oh. Ja, cool. So, hier, da schreibt sie goodbye. Nach rund 40 Jahren heißt es tschüss. Hier, guckt mal. Nur erst 29 Kommentare, erst 41. Komm, dann lassen wir einmal Liebe da für sie. Und dann müssen wir hier auch einmal muss ich das jetzt kommentieren, es hilft ja nichts. Erstmal kriegt ihr den Link, damit ihr bitte auch was machen könnt. Ich kann immer wieder sagen, ihr glaubt gar nicht, wie sehr sich die Leute, hier ist ja immer das gleiche Bild von ihr und immer ein anderer Rahmen drumherum. Der Rahmen sieht besonders doof aus. Was ist denn das hier? Die Alarmstufe rot, Rahmen. Und hier Hund am Steuer. Ein Hund, bin geimpft. Die hat auch eine wahnsinnige Facebook-Seite. Cool. Ich bin ein Mann der vielen Worte. Für dich mache ich eine Ausnahme. Liebe Dominik. Danke für alles. Genieß das Vanlife. Schreibe ich Ihren Namen richtig? Ist immer peinlich. So, posten, danke. Wiederschauen. Ihr könnt bitte da auch Nachrichten hinterlassen. Und du hast kein Facebook. Ja, das heißt, du bist unter 30. Sehr gut. Glückwunsch. Brauchst du auch nicht. Hast nichts verpasst auf Facebook. Jetzt brauchst du es auch nicht mehr. Retro Room, schöner Kanal. Definitiv bist du zum allerersten Mal heute bei mir. Wenn du solche Aussagen triffst. Da muss ich nochmal an mir arbeiten. Was ist da los? Kann doch nicht sein. Ich habe alles, was ihr sucht. Ich habe tolle Brettspiele, ich habe schlechte Brettspiele, ich habe große Brettspiele, ich habe kleine Brettspiele, ich habe schmutzige Brettspiele. Was ich aber auch habe, ich habe andere Videos für euch oder Videos von anderen. Und was ich wirklich brauche, ist ein Abo.